Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivaka. Das ist der Kanal Jivaka World. Und in diesem Film möchte ich euch und dir die drei gefährlichsten Worte in dieser heutigen Welt verraten und noch ein paar Erklärungen on top dazu geben. Bevor ich diese drei gefährlichen Worte aussprechen werde, da möchte ich noch denjenigen Freunden, die schon mit mir verbunden sind und die in dem Feld bereits angekommen sind, was ich hier vertrete, darauf hinweisen, dass mit jedem Film, den ich in die weite Welt gebe, der sich mit den schwierigen Themen beschäftigt, ein bisschen Unruhe ins Feld kommt, weil die Menschen, die noch nicht in diesem Feld hier gelandet sind, in Unruhe sind und tendenziell außer sich geraten sind durch das, was in der Welt so vor sich geht. Und da appelliere ich an euer Mitgefühl, denn euch ging es auch mal so. Jetzt mag das cozy sein, in dem Chat viele gegenseitige Erklärungen der Zuneigung und des Schönen und so weiter. Das fühlt sich gut an. Natürlich, weiß ich, darum geht es auch letztlich. Nur, es geht auch um die anderen. Die sind viele. Und wie gesagt, erinnert euch daran, dass ihr auch mal in diesen Zuständen wart und dass ihr durch diesen Prozess durchgehen musstet. Der Chat war über gewisse Zeit hinweg recht unruhig. Jetzt ist Ruhe eingekehrt. Das ist schön. Das ist der Verdienst derjenigen, die an sich gearbeitet haben, durch den Vollzug der angebotenen Mittel, die sich aufgeladen haben, die in Ruhe gekommen sind, die sich ihres Wesens besonnen haben. Darauf soll es nicht hängen bleiben. Es gibt viel zu tun. Und daher jetzt für all jene, die noch in der Welt unterwegs sind und in Befangenheit leben, in Furcht vor dem, was da so sich abspielt auf der großen Leinwand der Welt. Und nun die drei gefährlichsten Worte der Welt. Die heißen: Ich bin frei. Das mag dir jetzt banal erscheinen. Das ist es aber nicht. Das ist ein Bekenntnis, das ist eine Erklärung. Das ist eine Willenserklärung an den Rest der Welt, an all jene Mächte, die Einfluss auf dein Leben übernommen haben und das bis hierhin tun. Das ist eine Kündigung aller Verträge, die auf deinen Kopf abgeschlossen wurden und du hast deine Einwilligung gegeben. Bis hierhin. Jedes Angebot, jede Suggestion, die dir gegeben wird von Seiten des Staates, aus der Flimmerkiste, aus der Tagespresse, all diese Suggestionen sind Vertragsangebote. Und wenn du sie stillschweigend annimmst, in dein Herz nimmst, daran glaubst, das heißt, deine Aufmerksamkeit darauf lenkst, dann wirst du Vertragspartner sein von denjenigen, die die Verträge gemacht haben, die die Programme ersonnen haben und dir angeboten haben. Und solange du in diesen Verträgen bleibst, dann wirst du zur Erfüllung der vorgegebenen Programme beitragen durch dein Wesen,
durch deine Aufmerksamkeit, durch deine Energie, durch deine Schöpfungsmacht. Wir alle sind freie Wesen. Und nicht nur das, was heißt das freie Wesen? Das heißt, dass wir selbst bestimmen können, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, was wir aus uns selbst heraus erschaffen wollen und das auch manifestieren oder verwirklichen können in unserem eigenen Körper und in der Verlängerung dieses eigenen Körpers der äußeren Welt. Wir haben die Freiheit, alles selbst zu bestimmen. Allerdings werden nur diejenigen in der Lage dazu sein, selbst zu bestimmen, ihr Leben selbst zu bestimmen, die Schöpfung selbst zu bestimmen, die sich dessen bewusst sind, dass sie frei sind, die sich ihres allmächtigen Wesens bewusst sind. Kurzes Wort zu diesem allmächtigen Wesen. Es gibt zwei Kategorien, Maschinen und Menschen oder Maschinen und Menschen, die sich ihres Wesens bewusst sind. Die Maschinen bringen das zum Ausdruck, was vorher in sie an Information eingegeben wurde, was programmiert wurde. Und das ist, was die Maschinen zum Ausdruck bringen und erschaffen. Da ist keine Freiheit drin. Maschinen sind nicht frei, sie sind abhängig von ihrem Programmierer. Mit Menschen sieht es anders aus. Der Mensch hat die Fähigkeit, aus sich selbst heraus etwas zu erfinden, sich darüber bewusst zu werden, was er will. Und das kann von jeder Weise sein und das kann ganz anders sein als das, was sich im Augenblick in der Welt zeigt. Und somit ist ein solcher selbstbewusster Mensch natürlich eine große Gefahr für die Programmierer der Maschinen. Denn solch ein Mensch ist unberechenbar. Der macht sein Ding, der macht, was er will, der schöpft, was er will. Der lebt eigenmächtig, er lebt in Freiheit und wer in Freiheit lebt, braucht keinen Vorgaben zu folgen, braucht keinen Gesetzen zu folgen. Denn so ein Mensch ist sich darüber bewusst, dass er selbst das Gesetz ist für sein Leben und für seine Schöpfung. Was für ein Leben möchtest du führen? Ein Maschinenleben oder ein Menschenleben? Frag dich das. Und die Frage, die wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist, ich stelle sie mal an mich selbst, du kannst die dann an dich selbst stellen, wenn du möchtest. Und diese wichtige Frage heißt, was will ich erleben? Was will ich schöpfen? Was will ich zum Ausdruck bringen? Was will ich verkörpern? Was will ich denken? Was will ich fühlen? Und so weiter. Und wenn du diese Fragen nach innen absetzt, dann wirst du Antworten bekommen. Und die kommen aus deinem Herzen. Die kommen direkt von deinem Wesen. Dein Wesen ist dein bester Berater. Und das ist ein Berater, der über unendliches Wissen verfügt. Du kannst irgendjemanden in der Welt fragen. Du wirst Antworten bekommen. Die werden immer begrenzt sein. Und die werden immer was mit demjenigen zu tun haben, den du fragst. Wenn du was über dich erfahren willst, wenn du erfahren willst, wie du dein Leben führen kannst,
willst, zu deinem Besten, dann arbeite mit diesen Fragen und besinn dich auf dein Wesen. Die meisten Menschen sind im Augenblick nicht auf ihr Wesen besonnen, eingestellt, sondern sie sind eingestellt auf die Programme, die ihnen gegeben werden von jenen Mächten, die an der Lenkung der Menschen in ihrem Interesse interessiert sind. Schau dir die Welt an, schau dir die Geschichte an. Was siehst du da? Krieg, Ausbeutung, Gewalt, Mord und Totschlag, alles Mögliche. Das war nie die Idee der Wesen. Das war nur die Erfüllung der Programme, die an die Wesen, an die Menschen gestellt wurden. Und das alles wurde begangen von Menschen, die sich nicht ihrer eigenen Natur und ihrer Freiheit bewusst waren. Die waren sich nur über die Programme bewusst, die ihnen gegeben wurden. Und das schlimmste Programm, was den Menschen gegeben wurde von Anfang an, also auch in unser aller Leben, lautet: Der Mensch ist seinem Wesen nach schlecht. Das ist eine Lüge. Und dann kommt noch ein Zusatz zu diesem Fluch, der den Menschen gegeben wird, und der lautet: Doch der Mensch hat eine Chance im Leben, wenn er den Geboten folgt, der Obrigkeit, sprich der Programmierer. Und damit ist der Mensch von sich, der Mensch, der daran glaubt, ist dann von seinem Wesen gespalten. Er ist sich selbst fremd. Er ist von seiner eigenen Macht abgeschnitten. Und dann folgt er denjenigen, in denen er die Macht sieht, weil es ihm so erklärt wurde. So, wenn du dich befreien willst aus dem Sklavenrat, dann musst du dich bekennen zu deinem Wesen und zu deiner Freiheit. Und daher die drei Worte: Ich bin frei. Frei wovon? Von allen Programmierungen, von allen Verträgen, von allen schlechten Verbindungen. Was sind schlechte Verbindungen? Das sind alle Verbindungen, die nicht in der Freiheit angelegt sind. Das sind alle Verbindungen, die auf Kontrolle basieren und auf Verträgen basieren. Von daher empfehle ich dir, bekenne täglich am Morgen vor dir selbst, vor dem Rest der Welt, des Universums: Hiermit lösche ich alle Verträge, die zu meinem Nachteil und zum Nachteil anderer abgeschlossen wurden. Hiermit erkläre ich alle Verbindungen, alle Beziehungen, die nicht auf Freiheit und Entwicklung ausgerichtet sind, für gelöst. Scheidung heißt das. Nein heißt das. Und es ist wichtig, die Fähigkeit der Abgrenzung, des Nein-Sagens, des Erklärens: Nein, damit habe ich nichts zu tun. Sehr wichtig, denn Stillschweigen, wenn dir jemand etwas anbietet und du schweigst dazu, dann gibst du deine Einwilligung. Und so ist diese ganze Welt gebaut worden. So wird sie heute gebaut, ganz subtil. Die Lenker, die Programmierer machen Vorschriften, erlassen Gesetze und geben sie an das Volk. Und wenn von Seiten des Volkes keine Ablehnung kommt, kein Nein kommt,
dann werden diese Gesetze gültig. Manchmal kommt sogar Widerstand, dann wird das wieder zurückgezogen, der Gesetzesentwurf, der Vorschlag, und dann wird er nach einiger Zeit wieder eingeführt. Die Programmierer haben Zeit und die Chancen sind dann höher, dass das Volk per Stillschweigen einwilligt. Und so wurde scheibchenweise alles eingeführt, was uns heute in diesen Knast gebracht hat und dieses digitale KZ, was hier langsam errichtet wurde und was nach wie vor im Aufbau ist. Und das wird alles so lange weitergehen, bis du, ich und alle anderen Nein sagen, ablehnen, die Verträge kündigen, sich auf ihre Freiheit berufen, auf die Freiheit ihres Wesens und sich ihrer Macht besinnen und sich zu ihrer Macht und ihrem Wesen bekennen. Nun, ich habe jetzt genug gesagt an dieser Stelle. Wenn du mehr wissen willst, dann empfehle ich dir, einen Blick in das Buch der Macht zu werfen. Da ist das alles erklärt. Das ist ein Grundlagenwerk über das Leben, über die Freiheit, über die Selbstermächtigung und wie sie vollzogen wird. Du kannst dieses Buch kostenfrei einsehen auf meinem Kanal Jivaka World. Und wenn du zu dem Ergebnis kommst, dass es interessant für dich ist, kannst du es erwerben. Im Buchhandel, im Internet oder direkt über mich. Ich versende es nur als PDF. Ich nehme dafür nur, was du mir gibst. Und ich verwende das, was du mir gibst, um diese Arbeit zu machen und um diesen Player hier zu erhalten, damit er all die Dinge tun kann, die erforderlich sind, um dieses Wissen an die Menschen zu bringen. Das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Besinnt euch eurer Macht und löst die Verträge. Denn wenn ihr sie nicht löst, dann laufen die Daueraufträge weiter. Die werden von eurem Konto abgebucht. Automatisch. Und es wird so lange fortdauern, bis ihr endlich sagt, Kündigung, hiermit löse ich alle Verträge. Ich bin die steuernde Macht. Ich bin das Gesetz und so weiter. All das findest du im Buch der Macht. Tschüss.